Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute möchte ich gerne ein Apsimehl machen mit so einer Tinktur mit Thymian und Rosmarin. Und das ist jetzt gut bei so einem kalten Wetter einfach, oder wenn man schon krank ist, das anzunehmen, aber auch einfach ein Immunsystemstärkung als Kur kann man machen, so zwischen 4 und 6 Wochen. Und wenn wir jetzt einstellen, dann können wir sozusagen nach neues Jahr oder kurz vor neues Jahr das mal anfangen, wo gerade nach dem schweren Essen von Weihnachten und Silvester es sowieso dann Körper ein bisschen träger ist und so weiter, dann kann man das mit dieser Tinktur ein bisschen Immunsystem sozusagen ankurbeln und unterstützen. Und dafür brauchen wir ein Bio Apfelessig. Oder kauft man ihn? Es gibt eine gute Sorte von Bio-Apfelessig. Oder wenn ihr selber eure eigene macht, dann nehmt ihr auch eure eigene. Und ich sollte eigentlich schon vor 1-2 Wochen meinen Apfelessig durchsieben und ich hatte keine Zeit und bleibt er stehen. Es ist auch nicht schlimm, wenn es etwas länger steht. Und diesmal habe ich auch sogar Essigmutter und da freue ich mich riesig. Ich könnte die sogar noch lassen, dann wird sie noch dicker, noch wird wachsen und dann natürlich fällt dann sie nach unten. Aber weil ich möchte gerne Apsimehl machen, deswegen möchte ich heute auch gleich durchsieben. Und im kleinen Gläschen auch, da ist die meine gute Essigmutter. Und Essigmutter kann man danach verwenden, weil die sozusagen, wenn ihr mit Äpfel das macht, ja, Stückchen schneidet und so weiter und gibt dazu Essigmutter, wird das schneller alles gehen, weil dann sind die schon Essigbakterien da drin und wird es nicht in 6 Wochen, sondern vielleicht in 3-4 Wochen es fährt. Aber mit den Essigmutter kann man auch Essig aus dem Wein machen. Es nimmt man dann Wein, aber es soll nicht über 10% sein. Macht man mit dem Wasser 1:1. Ja? Sagen wir so 200 ml Wein, 200 ml Wasser und legt man da die Essigmutter und nach einer Weile habt ihr wunderbare Essig. Dann wird das natürlich darauf ankommen, welche Wein nimmt ihr, ob das ihr so einen Fruchtwein nimmt, wie zum Beispiel aus Hagebutten, dann hat auch Essig dieses bisschen auch Geschmack. Wenn ihr wollt, nur einfach aufheben, das werde ich euch jetzt gleich zeigen, nachdem ich das abgesiebt habe, einfach in die Gläschen hier die Essigmutter reinlegen und mit dem Essig bedecken. Nur nach einer Weile die Essigmutter wird aus dem Essig komplette sozusagen Futter für sie, Ernährungsstoff, aufbrauchen und kann sie dann sterben. Deswegen muss man die pflegen und immer was dazu geben und am besten ist es Alkohol. Und wenn ihr nun mal ab und zu mal so einen Schluck Wein da rein macht, wenn ihr vielleicht auch gleich Flasche Wein aufgemacht habt, dann könnt ihr auch mit eurer Essigmutter ein bisschen teilen. Einfach mal einen Schluck dazu geben, dann kann sie weiterleben. So, erstmal werde ich jetzt den Essig durchsieben und dann werden wir Apsimehl anstellen. Und dafür brauchen wir wirklich so einen kleinen Zweig Rosmarin, naja, ungefähr so 10 cm. Ganz bisschen, sogar kann man etwas weniger nehmen, von den Thymian. Wir waren gestern im Garten, noch letzten Tag genutzt, das alles winterfest machen. Da habe ich mir gleich frisch geholt. Ich habe das auch abgespült kalt und trocken gelassen. Es dürfte auf keinen Fall Tropfen von Wasser bleiben. Oder mit Küchentuch abtropfen lassen. Oder wenn ihr das abends gemacht habt, bis morgen früh wird alles schön trocken. Dann brauchen wir uns auch ein Glas. Ich nehme gerne diese Honiggläser, weil die haben auch Plastikdeckel. Wenn ihr nimmt ein Glas mit dem Metalldeckel, so ganz normale Marmeladenglas, müsst ihr immer dazwischen eine Frischhaltefolie drauf machen und dann nur Deckel, weil den Essig greift Metall und da kann passieren, dass der Deckel rostet und dann noch vielleicht tropft euch da rein.
Das muss nicht sein, ja? Dann brauchen wir ein kleines Stückchen Meerrettich. Es wäre schön, wenn ihr sowas habt. Und Ingwer oder wenigstens dann Ingwer, wenn ihr könnt, kein Meerrettich mehr holen. Ich habe so ungefähr so 5 cm lang, jeweils für jeden Fall 30 Gramm habe ich. Die werden wir dann auch, kann man reiben auf die Reibe, aber ich möchte gerne wenig mit möglich mit dem Metall in Kontakt kommen. Ich habe so ein Keramikmesser und benutze ich auch nur für solche Fälle. Ich benutze ihn nicht jeden Tag und erlaube in die Familie auch ihn nicht benutzen, dass er so scharf bleibt. Und damit werde ich einfach zerkleinern mit den Ingwer und Meerrettich. Und natürlich brauchen wir ein Bio-Honig. Unbedingt in Bio-Qualität, liebe Freunde, alles nehmen, auch Ingwer und Meerrettich, weil dann nutzt uns nicht, wenn wir nicht in Bio-Qualität nehmen, dann haben wir auch nicht 100% unserer Naturmittel hergestellt. Den Honig nehme ich immer von einem Hobby-Imker, bei der Frau kaufe ich gleich auch die Eier und dann Honig, das ist praktisch gleich an einem Ort. Aber erstmal siebe ich erstmal den Apfelessig. So, ich nehme jetzt so ein Glas ausgießen und werde da mein Essig erstmal durchsieben. Den Essigmutter schiebe ich einfach an die Seite. Und das, was da unten ist, ist auch absolut nicht schlimm. Lasse meine Essigmutter da drinnen und gebe die anderen auch dazu. Was wollte ich noch dazu sagen? Meine Gläser sind nie fest zu. Drehe die nie, wenn es steht, so 6-8 Wochen. Ich lege den Deckel nur drauf und vielleicht so ganz kurz so mache, aber den Deckel ist so leicht. Das, wir haben immer einen Sauerstoffzufuhr, sonst wird es kaputt gehen. Ja? Er stickt einfach. So, jetzt nehme ich diese Essigmutter. Da ist die, meine schöne. Das ist so gelartig und gebe die auch dazu. Und es muss so viel Essig da sein, dass die schön im Essig stehen. So, das Rest gießen wir ab. Und das, was da unten noch übrig bleibt, gebe ich einfach in den kleinen Glas zum Aufheben. Och, das riecht wunderbar nach Apfel. So schön riecht das. Jetzt probiere ich. Er hat schon richtige schöne Säure, aber ich glaube, wenn er noch ein bisschen steht, dann hat er noch mehr Kraft. Aber es ist schon richtig schöne Apfelessig. Am besten aufbewahren in so eine dunkle Flasche. Das ist eigentlich die Flaschen von Bio-Apfel, wo ich früher mal gekauft habe. Die Flaschen habe ich mir immer aufgehoben, sauber gemacht und jetzt aufbewahre da ich mein eigene Apfelessig. Die Flaschen sind auch heiß abgespült. Die sind sozusagen steril. Und jetzt gebe ich da mein Essig rein. Jetzt können wir richtig schön festdrehen und im Keller auf den Regal stellen. Das mache ich dann später. Wir machen jetzt weiter mit unserer Maximil. Wir brauchen für so eine Norm gar nicht so viel erstmal anstellen, dass es auch verbraucht wird. Es kommt darauf an, natürlich, für wie viele Personen wollt ihr jetzt das machen. Ich zeige euch jetzt erstmal mit 50 ml Apfelessig. So. Und dann brauchen wir oder doppelte oder dreifache Norm von Honig. Es ist ein bisschen fest geworden im Keller, aber es ist nicht schlimm, es wird schon schmelzen. Ich nehme doppelte Menge, es heißt das 1:2 und nehme ich dann 100 Gramm Honig. So, jetzt habe ich hier 150 Gramm insgesamt, verrühre das alles und können wir jetzt schon unsere Kräuter und Ingwer alles so klein schneiden. Das zwischendurch einfach umrühren.
Erstmal machen wir mit dem Ingwer. Den muss man nicht unbedingt schälen, weil es ist Bio-Qualität. Nur wenn man nicht so gut aussieht, einfach wegkratzen. Sonst muss nichts groß machen. So habe ich jetzt das geschält und jetzt machen wir einfach klein in Scheibchen und dann in kleine feine Würfelchen. Wie gesagt, das kann man auch reiben. Als kleines ist als bessere Angriffsfläche zum Fermentieren, zum Ziehen. Und dann einfach so ganz fein hacken. Gehen wir gleich zu unserer Essighonig dazugeben. Und so machen wir den restlichen. So, und genau das gleiche werden wir mit Meerrettich machen. Meerrettich dagegen muss man schälen. Er hat richtig so eine holzige Haut drumherum. Habe ich geschält und jetzt werde ich erstmal in dünne Scheibchen schneiden und dann auch genauso hacken. Eventuell kann man auch reiben. Oh, das geht schon gleich in die Nase. Und geben wir auch gleich ins Gläschen rein. So, der Honig fast schon sich aufgelöst. Mache ich jetzt mal mit dem Meerrettich fertig. So, Meerrettich jetzt auch hier dran. Und jetzt bleiben uns nur die Kräuter. Von den Kräutern, von dem zum Beispiel Rosmarin, zupfe ich die Nadel und dann hacke die auch sehr klein. So, das fordert dann, dass die Blätter lassen ihre ätherischen Ölen frei, wenn wir die zerkleinern oder reiben. Wenn ihr keine frische habt, könnt ihr auch natürlich getrocknete nehmen. So, wir brauchen ungefähr für diese Mähne einen Teelöffel. Wenn ihr getrocknete nehmt, dann musst ihr nur die Hälfte nehmen oder sogar etwas weniger als die Hälfte. Ja, schaut, von 10 cm den Zweig haben wir gerade einen Teelöffel. Und genauso mit dem Thymian. Den reiben wir ab. Die müssen wir aber nicht schneiden, weil die so klein sind, die Blätterchen. Und auch ungefähr sollen wir bekommen, ein Teelöffel. So, haben wir genau auch ein Teelöffel. Jetzt alles gut umrühren und lassen wir unsere Mischung ungefähr 4 Wochen ziehen. Am besten in dunklen Ort und bei Zimmertemperatur. Es muss nicht kalt stellen oder unbedingt sehr, sehr warm stellen. Deswegen kann man diese Gläschen hier in die Küche in irgendwelche Schrank reinstellen, weil am besten jeden Tag auch noch schütteln. Und ihr müsst unbedingt achten, wenn die Flüssigkeit zu wenig ist und von den Gemüsen zu viel, da könnt ihr immer noch ein bisschen von Essig und Honig dazugeben. Aber jetzt, wenn ich das anschaue, es steht richtig gut, haben wir noch so viel Flüssigkeit frei. So, jetzt mache ich mein Gläschen zu. Diesmal mache ich wirklich zu und dann jeden Tag so schütteln. So, und dann nach 4, 6 Wochen kann man auch stehen, wird das abgesiebt, in kleine Fläschchen aufgefüllt und dann angenommen wird, zwischen so 20 Tropfen kann man mal in Tropfen nehmen, dreimal pro Tag. Oder nimm so ein Teelöffel bis ein Esslöffel früh und abends. Es muss mal sehen, wie jeder es verträgt. Ich würde erstmal von Tropfen anfangen und dann sieht man, ob das kann man auch ein Teelöffel nehmen. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig, haben wir uns was sehr Gutes für unsere Gesundheit gemacht. Jetzt kann es stehen und ziehen und nach 4 oder 6 Wochen absieben und dann natürlich
einnehmen. Ich bitte euch nur darum, ich bin kein Arzt und deswegen kann ich euch es nicht verschreiben, weil ihr müsst wissen, ob ihr irgendwelche Allergie habt oder Unverträglichkeit habt oder wenn es notwendig ist, auch beim Arzt nachfragen, ob so ein Aximel dürft ihr einnehmen. Sonst eigentlich, so ein Aximel können auch sogar Kleinkinder nehmen, nicht Babys. Auf keinen Fall, aber ab 6 Jahren kann man schon ein paar Tropfen geben als Unterstützung für den Immunsystem. Und natürlich habe ich euch auch gezeigt mein Essig von dieses Jahr und den Essigmutter stelle ich auch wieder in dunkle Stelle in meinen Abstellraum und kann sie da stehen. Kann man auch in den Kühlschrank stellen, dann wird sie langsamer arbeiten, dann musst ihr die nicht zu oft anfüttern, ja? Aber der Deckel darf nicht komplett zu sein, sonst stirbt dann die Essigmutter. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses Video gefallen und die vielleicht, welche können nicht meine diese Gesundheitspaste mit Zitrone, Ingwer und Honig annehmen, vielleicht können die das annehmen oder ich habe auch ein sehr gutes Mittel. Natürliche Antibiotikum, es ist wirklich sehr, sehr gut. Eigentlich diese ganzen Natursachen unterstützen mich und meine Familie ganz kräftig. Ob es ein Spitzwegerich, wenn ich mache, oder die Tannenspitzen. Es ist alles von der Natur kommt. Nun muss man natürlich darauf achten, wer was vertragen kann. So, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute. Bleiben Sie gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.